Moin und herzlich willkommen zur 282. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Montag, der 7. Mai 2012 und wenn Sie die Intraday-Analyse gesehen haben, dann wussten Sie, dass Gold im Stundenchart in einem gleichschenkligen Dreieck gewesen ist. Dieses gleichschenklige Dreieck lösen wir bärisch auf, gehen nach unten. Ich hätte mir erlaubt, von dieser Trendlinie eine Schattenlinie zu zeichnen, die hier parallel verlief. Das war Kokolores. Das hat den Markt überhaupt nicht interessiert. Wir kommen hier runter, testen die horizontale Unterstützung bei 16,33. Hier, was ehemals schon mal Unterstützung gewesen ist und hier Widerstand, fungiert erneut als Unterstützung. Wir kommen zurück, schauen sich das an. Wir testen diese Trendlinie plus die obere Trendlinie, finden dort Widerstand, kommen wieder zurück und dann ist die 16,37 unterstützend. Sie sehen, für Intraday Trades können auch Stundencharts und Formationen im Stundenchart hilfreich sein. Deutlich eindrucksvoller war es bei Silber, als das gleichschenkliche Dreieck bärisch aufgelöst worden ist im Tageschart. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie gern ich Ihnen mal wieder was Neues erzählen würde, aber es gibt erneut die alte Leier. Wir schließen an der unteren trendunterstützenden Linie ziemlich exakt da dran. Damit ist diese Trendlinie nach wie vor potenzielle Unterstützung für den morgigen Tag, da diese Linie am morgigen Tage per Tagesschlusskurs bei 16,40 und 90 Cent verläuft. Oben drüber haben Sie als potenzielle Widerstandszone die untere Trendlinie der bärischen Wimpelformation, die ist bei 48 und 25 Cent per Tagesschlusskurs. Darüber haben Sie die 20-Tage-Linie bei 16,50, 70. Nochmal darüber kommt die 50er, die ist bei 16,64, 70. Und dann haben Sie natürlich die obere trendbegrenzende Linie dieser Keilformation, die ist bei 16,68. Sie wissen natürlich, dass wir, und ich zeige Ihnen das einmal im Wochenchart, diese Low-Base-Formation im Wochenchart gebildet haben, und zwar unterhalb der 50-Wochen-Linie plus unterhalb der 20-Wochen-Linie. Diese Marken sind potenzielle Widerstandsmarken und die sind im Bereich von 16,70. Das bedeutet, und daher habe ich diese Linien eingezeichnet, wenn die Bären es tatsächlich schaffen sollten, signifikant unter die 16,23 zu gehen, dann gibt es wirklich Platz für die Bären, diese Bewegung nach unten fortzusetzen. Wenn die 16,71 signifikant nach oben durchbrochen werden sollte, dann haben die Bullen Platz bis 1700 und bis zur oberen Begrenzung dieses gleichschenkligen Dreiecks. Solange wir hier drin bleiben, ist das eine Spielwiese für die Daytrader. Wir haben eine Verkaufsformation in der Stochastik. Wir sind noch nicht ganz überverkauft. Die K-Linie ist bei 31. Wir bekommen ein bisschen Unterstützung vom Momentum leicht steigen. Das, was auffällt, ist, langer unterer Schatten, langer unterer Schatten, langer unterer Schatten. Diese Zone wird von den Bullen massiv und mit viel Volumen verteidigt. Allerdings kommen sie auch von dieser Zone nicht weg. Und wir haben diese Linie auch schon angebrochen. Und wenn Sie sich noch einmal den Wochenchart anschauen, jawohl, wir sind überverkauft. Die K-Linie ist bei 19, die D-Linie ist bei 21. Aber es sieht eher so aus, als würde sich die K- und die D-Linie, die würden sich hier unter die 20er umeinander gesellen wollen. Das will man als Bulle nicht sehen. Wir warten ab, ob das denn so sein wird, dass die K-Linie die Kraft hat, hier eher hochzukommen, oder ob die D-Linie sich zur K-Linie unterhalb der 20er-Zone gesellen wird. Das gilt es nach wie vor mit Argusaugen zu beobachten. Silber wiederum war ebenfalls in einem gleichschenkligen Dreieck im Stundenchart und das hatte ich Ihnen im Intraday-Video gezeigt. Und das gleichschenklige Dreieck wird bärisch aufgelöst. Zunächst versuchen die Bullen nochmal zurückzukommen. Nicht verwunderlich, das, was ehemals Unterstützung gewesen ist, ist natürlich jetzt Widerstand. Und anschließend macht es zumindest ein kleines bisschen Zakatum für 2 Stunden. Wir kommen hier runter bis an die 29,70 $. In diesem Bereich habe ich eine horizontale Linie, dann kam viel Volumen in den Markt, dann kann man im 4-Stunden-Chart kann man da schon eine gewisse bullische Divergenz sehen und dann saß da das kleine Teufelchen auf meiner linken Schulter und hat gesagt, los Wolkepi, los, los, kauf Silber, mach den Home-Run-Trade, kauf das Ding bei 29,50 $ und verkauf das bei 50 $, du willst es doch. Und
Gott sei Dank hat das Engelchen auf meiner rechten Schulter mich nochmal daran erinnert, Mensch, dass wir im Wochenchart unterhalb der 20er sind und unterhalb der 50er Wochenlinie sind und dass wir eigentlich diese Trendlinie im Wochenchart, auch wenn sie hier nicht eingezeichnet ist, eigentlich aktuell zumindest gebrochen haben und dass die K-Linie bei 9 ist und die D-Linie bei 18 ist und dass das per Definition, wenn beide Linien unterhalb der 20er Zone sind, eine bärische Formation ist, dass wir auch im Wochenchart keine Unterstützung vom Momentum bekommen, plus dass wir im Tageschart Bollinger Bänder haben, die auseinandergehen und da sollte man immer vorsichtig sein mit Unterstützungstrades und dass wir auf der falschen Seite der Trendlinie sind, plus dass wir eine Verkaufsformation in der Stochastik haben und selbst wenn diese Bewegung bullisch werden, sollte das extrem viel Widerstand auf dem Weg für die Bullen wartet und dass das auch alles einfach nur ein Pullback sein kann und dass es von hier aus wieder abverkauft werden könnte und Gott sei Dank hat dann das Engelchen auf meiner rechten Schulter gesiegt. Das erzähle ich Ihnen nicht, weil ich Ihnen gerne Märchen erzählen möchte, sondern weil ich Ihnen sagen will, auch wenn man das eine oder andere Jährchen Erfahrung an der Börse hat und ich bin nicht der Erfahrenste und das habe ich Ihnen auch immer und immer wieder gesagt, dass es dann aber trotzdem so ist, wenn dieser Markt extrem lange seitwärts läuft und man wartet und wartet und wartet, gibt es die eine oder andere Stimme, die einem sagt, man soll kaufen, man soll verkaufen. Man braucht aber derzeit extrem viel Disziplin und Sitzfleisch. Das bedeutet auch sehr viel Geduld, bis dieser Markt einem etwas liefert, was man wirklich traden kann. Schauen Sie, wir brechen diese Trendlinie und im Grunde genommen müsste es jetzt Fortsetzungskerzen geben. Wir machen zwar immer schön tiefere Tiefs, aber wir bleiben an dieser gebrochenen Trendlinie kleben. Das haben die Silberbullen letztlich den Goldbullen zu verdanken, denn durch die relative Stärke von Gold schafft es Silber, sich an dieser Trendlinie festzukleben. Diese langen unteren Schatten sind natürlich eher bullisch, aber sie haben hier keine klare Formation und wie gesagt, sie sind unterhalb von allen gleitenden Durchschnitten, auch wenn sie im Tageschart aktuell eher überverkauft sind. Sie haben ein horizontal verlaufendes Momentum und wie gesagt, sie sind zwar überverkauft, aber es ist eben eine Verkaufsformation. Das bedeutet, sie wollen vorsichtig sein, wenn sie short sind, aber Bulle wollen sie nicht sein. Daher bleiben Sie geduldig. Diese Märkte sind momentan extrem schwierig zu traden. Es gibt andere Trades, die derzeit einfacher sind. Das, was mir auffällt, ist, wann immer wir hier unten hinkommen, und bitte beachten Sie, das sind ETF-Zahlen, das ist immer um etwa 1 Dollar verschoben, wann immer wir unter die 30 kommen, kommt Volumen in den Markt. Auch heute kommt ordentlich Volumen in den Markt und auch hier hatten wir nicht ganz so eindrücklich, aber auch dort hatten wir Volumen in den Markt. Hier und hier kann man das extrem gut sehen, dass unter der 30er-Zone sehr viele Kontrakte, die Seiten wechseln und deswegen hat dann auch angefangen, dieses Teufelchen auf meiner linken Schulter mit mir zu sprechen, ob ich denn nicht diesen Markt kaufen möchte. Nein, ich möchte ihn nicht kaufen, ich möchte eine valide Formation haben, ich möchte, dass der Chart vorläuft, dass der Chart mir zeigt, wo er hin will und dann folge ich ihm gerne nach. Potenzielle Widerstandszonen für eine bullische Bewegung ist für morgen per Tagesschlusskurs natürlich die gebrochene Trendlinie, die wir von der falschen Seite jetzt auch schon wieder dreimal angetestet haben. Die ist morgen bei 30 Dollar und 31 Cent. Darüber haben wir die obere Begrenzung, Achtung der Keilformation, bei 31 Dollar, wenn Sie so wollen. Hier ist auch eine horizontale Zone, zeige ich Ihnen gleich. Und spätestens bei 31 Dollar und 14 Cent haben Sie die 20-Tage-Linie ebenfalls potenzielle Widerstandszone. Nach unten hin habe ich eine horizontale Marke, die ist bei 29 Dollar und 73 Cent und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe es mir die letzten Tage angeguckt und habe nicht verstanden, wie ich dazu gekommen bin, diese Linie hier zu zeichnen, denn hier ist es nicht ganz sauber, da schließen wir zwar drüber, kommen aber nochmal runter und dann könnte die Zone ja auch bei 29 Dollar und 60 Cent sein, aber dann passt es hier wiederum nicht und deswegen habe ich es Ihnen gar nicht erst gesagt. Das, was mir aber auffällt, ist, am 4. Mai und auch heute hält diese Zone bei 29 Dollar und 73 Cent und deswegen nenne ich Ihnen diese Marke, wie ich exakt dazu gekommen bin, diese Linie zu zeichnen, wird für immer mein Geheimnis von damals bleiben. Nach oben hin, bitte beachten Sie das, wir haben diese wichtige Zone, die war hier unterstützend, die war hier unterstützend, wie Sie sehen können, die war hier Widerstand und die haben wir gebrochen.
30, 70 bis 31 Dollar, ebenfalls Widerstandszone. Wenn das gierige Teufelchen auf Ihrer linken Schulter mit Ihnen spricht, denken Sie an mich, denken Sie daran, dass es mir heute fast auch unterlaufen wäre, dass ich angefangen hätte, einfach nur weil wir Volumen da haben, weil wir lange parallel gelaufen sind, weil es den Bären nicht gelingt, diese Marken nach unten abzuverkaufen. Das sind alles Indizien, aber sie wollen keine Indizien traden, sondern sie wollen eindeutige Formationen traden. Sie wollen, dass der Chart bullisch voranläuft und dann wollen sie diesen Markt kaufen oder sie wollen, dass der Markt bärisch läuft und dann wollen sie diesen Markt verkaufen. Und daher verlieren sie nicht Ihre Geduld, traden Sie vorsichtig und wann immer Sie traden, Sie erraten es absolut richtig, Sie traden immer mit einem Stop-Loss, denn diejenigen, die mit einem Stop-Loss traden, traden verantwortungsbewusst und passen sehr gut auf Ihr Kapital auf und Sie wissen, dass das im Markt das Allerwichtigste ist. Zuerst kommt Kapitalschutz und danach kommt Kapitalzuwachs. Wenn Sie mögen, das nächste Update gibt es leider erst morgen Abend, da ich morgen tagsüber nicht in der Lage sein werde, ein Intraday-Update Ihnen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie mögen, bewerten Sie doch bitte dieses Video positiv wie auch negativ. Herzlichen Dank, Wolke P.